Herr Landeshauptmann, vor dem Landhaus leuchtet ein neuer Christbaum. Was sagen Sie dazu? Es ist ein schöner Brauch geworden, dass eine Gemeinde des Landes dem Land einen Baum zur Verfügung stellt. Diesmal ist es Schwarzenberg und es ist ein sehr schöner Baum geworden. Gewachsen ist er in unserem Garten, in der Wiese 100 in Schwarzenberg, einer der sonnigsten Plätze in ganz Vorarlberg. Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet Ihr Baum hier vor dem Landhaus steht? Ja, der Armin, der Bürgermeister, der Armin Berchtold von Schwarzenberg, hat eines Abends mich gefragt, oder beziehungsweise hat er gejammert, er sucht einen Baum, wo ein Kranwagen anfahren kann fürs Landhaus. Und dann habe ich gesagt, ja, sowas steht bei mir im Garten stehen oder bei uns im Garten stehen. Und so ist es dazu gekommen. Vor dem Landhaus ein neuer Christbaum, ist das Kultur pur? Kultur pur, ja sicher ist das Kultur pur, Weihnachtskultur pur. Also ich freue mich sehr, weil ein bisschen weihnachtliche Stimmung kommt dann schon herein, wenn man am Morgen, am Abend im Landhaus ein- und ausgeht. Und ein bisschen Adventsstimmung soll ja aufkommen. Und ich bin sehr froh, dass diese Tradition fortgeführt wird mit dem Christbaum. Was sagen wir zum Christbaum? Ganz schön. Total schön. Ja, ganz gut, der passt schon. Wunderschöner Christbaum, eigentlich wie jedes Jahr und man hat sich sehr angestrengt, auf jeden Fall, schöner Christbaum. Ja, der Christbaum vor dem Landhaus ist immer eine ganz tolle Sache und heute ist es ein ganz besonders schöner Baum mit origineller, toller Beleuchtung, also mir gefällt er ganz gut. Ja, also mir gefällt der Christbaum ganz gut, es ist ein sehr natürlicher Christbaum und auch die Beleuchtung ist schon mal ganz was anderes, was Besonderes. Werden mit so einem Christbaum die Landtagssitzung im Dezember besonders friedlich? Das wird sich weisen. Ein super Christbaum haben wir heute und das auf dem Schwarzenberg kommt, ist ganz toll. Sie kommt auch vom Schwarzenberg? Ja, genau. Wir kommen auch vom Schwarzenberg. Da sind ja auch jede Menge Kinder von Schwarzenberg mitgekommen. Was haben Sie denn bekommen von Ihnen? Die Schüler von Schwarzenberg haben bei einem Wettbewerb mitgemacht und ein kleines Präsent bekommen. Was haben Sie da gekriegt vom Landeshauptmann? Ein Spielzeug und ein Schlüssel an den Karl. Ja.